Also vorweg erstmal Niklas Ströger, wie gesagt, von der RWTH Aachen. Ich studiere gerade den Master Soziologie noch zu Ende. Und ich möchte euch was über Sprachassistenten erzählen. Und Alexa ist da jetzt für mich nur das Beispiel. Also es geht, weil fast alles, was ich sagen werde, lässt sich so auch mehr oder weniger eins zu eins auf Siri, Cortana, Google Home und so weiter und so fort übertragen. Also das ist jetzt gerade nur das Beispiel. Ich werde Alexa halt als die Personalisierung nutzen. Kurz zum Inhalt. Ich versuche mich gerade in der Theorie teil kurz zu halten, werde ich euch da die relationale Techniksoziologie ein bisschen näher bringen, mit der ich mich da rangemacht habe. Dann nochmal ganz kurz einen Überblick über die Intelligent Personal Assistants, also IPAs, geben, eine Perspektive der kritischen Betrachtung vorschlagen. Da möchte ich mich mit Jürgen Habermas daran nähern, der dann eben auch das Wort Lebenswelt geprägt hat, also die Bedrohung der Lebenswelt, Fragezeichen. Ist es eine Lebenswelt? Das möchte ich dann betrachten, möchte ich dann quasi, warum springen wir schon weiter? Möchte ich mich widmen und dann natürlich noch eine Zusammenfassung geben. Kurz noch vorweg, das war eine längere Hausarbeit, die ich geschrieben habe, die ich jetzt quasi ausweite in einer Masterarbeit, und dementsprechend ist die Empirie, die ich hier rausgezogen habe, quasi war eine Literatur- und Medienanalyse. Genau. Erstmal zur relationalen Techniksoziologie. Da möchte ich mich an Harrison White anlehnen. So habe ich mich an Harrison White angelehnt. Es ist eine eher unbekanntere Theorie, die gar nicht so unähnlich ist der von Bourdieu, wie wir gerade schon gehört haben. Passt ja auch ganz gut zusammen, die beiden Vorträge. Die White'sche Theorie arbeitet prinzipiell mit den beiden Grundsätzen Identität und Kontrolle. Identität ist etwas, was nicht Personen als zwangsweise sind, sondern auch das Publikum. Also ihr könntet eine Identität sein, Vereine können Identitäten sein, Firmen und so weiter und so fort. Das heißt, es sind eher Projektionsflächen, die sich gegenseitig irgendwie in Kontrollsituationen verstricken. So was Kontrolle ist, kommen wir jetzt gleich zu. Das ist eine sehr kurzlebige Strukturbildung, die er sieht, die immer quasi in Situationen arbeitet. Das ist eine relationale Netzwerkanalyse auch. In den meisten Fällen, mit denen man hier arbeitet, wo es wirklich darum geht, sich anzuschauen, wie kommen Situationen zustande und wie formen sich die Identitäten in den Situationen. Und da haben wir jetzt eben diesen Kontrollbegriff, und hier habe ich so ein kleines Netzwerk mitgebracht, das ist nur ein exemplarisches natürlich. Und die Kontrollprojekte sind der Gegenbegriff zu der Identität, und die Kontrollprojekte halten quasi die Identitäten im Raum fest und formen sie irgendwie, denn jede Entität lanciert ständig Kontrollprojekte. Das bedeutet, man versucht immer irgendwie zu beeinflussen, wie ist seine Situation, wie verhalten sich die anderen. Also das kann man sich wirklich ganz einfach vorstellen, hier an dem Netzwerk, was wir hier sehen. Ist es klar, dass im Erziehungsprozess Vater und Mutter auf das Kind irgendwie quasi Einfluss nehmen? Ne? Das ist wirklich nicht so schwierig zu betrachten. Und dementsprechend ständig Kontrollversuche starten und das Kind dazu zu bringen, sich quasi zu benehmen und so die sozialen Strukturen irgendwie vorzugeben, es halt im Endeffekt zu sozialisieren. Sodass man zusammenfassen kann, dass Identitäten eigentlich als Schnittmenge von eigenen und fremden Kontrollversuchen bezeichnet werden kann. Das ist nicht so schwierig, wie es vielleicht klingen mag. Ich habe ja eben gesagt, dass es eine sehr chaotische Theorie ist, beziehungsweise eine kurzlebige Theorie ist. Das wird dann aufgehoben, wenn es eben, es gibt einen Story-Begriff, muss man sich nicht zwangsweise merken. Die Idee dahinter ist aber eigentlich, wenn eine bestimmte Konstellation, also wie wir die hier gerade gesehen haben, des Öfteren vorkommt, wie zum Beispiel das Kind mit den Freunden, wenn die genau in derselben Konstellation des Öfteren vorkommt, bildet sich eine Clique. Und die lässt sich dann, und wie die sich gegenseitig beeinflussen, lässt sich dann in so einer Story zusammenfassen. Das heißt, es gibt dann die Anführerin dieser Clique und so weiter. Das sind dann kleine Geschichten, und dann formt das wieder eine neue Identität,
die immer wieder sich wiederholen und sich verstetigen im Endeffekt. Das ist relativ simpel eigentlich. Und was man jetzt an dem Story-Begriff schon sehen kann, ist klar, dass jede Prägung irgendwie in die nächste Situation mitgenommen wird. Das heißt, wenn ich, keine Ahnung, wenn von meinen Eltern sehr, sehr gut eingeprägt wurde, dass ich immer aufrecht stehe oder sitze, dann werde ich das irgendwann internalisieren und mit mir mitnehmen und das wird dann in die nächste Situation projiziert. Simpel. Und die Frage, die ich mir zentral gestellt habe in der Arbeit ist, was wird bei so einem Kontextwechsel dann übertragen, wenn ich dann auf einmal nicht mehr meine Eltern vor mir habe, sondern wenn ich jetzt in einem Restaurant sitze oder unter Freunden sitze oder dann auf die EPAs bezogen, was sind dann wirklich Momente, die ich von Alexa mitgenommen habe, die ich eventuell in Interaktion mit anderen Menschen mitnehmen könnte. Und dazu habe ich einen anderen Aspekt in der relationalen Soziologie, der auch wahrscheinlich irgendwie bekannt ist, der Akteur Netzwerktheorie, also von Bruno Latour gewählt. Muss nicht tiefgehend jetzt verstanden werden. Die ANT setzt halt eben Aktanten als primäre Einheiten und deswegen sehen wir hier auf dem Netzwerk, was wir hier sehen, jetzt auch Alexa auftauchen oder Amazon in Verbindung. Und dann haben wir eben wegen des Prinzips der generalisierten Symmetrie, das heißt, wir betrachten auch technische Gegenstände als wichtige Akteure, die irgendwas in unserer sozialen Welt beeinflussen können, tauchen quasi diese Geräte jetzt auch auf. Und wir folgen jetzt den Akteuren, also wir folgen dem Kind jetzt gerade mal, das ist schematisch, wie es in der Interaktion mit den Freunden, mit Vater und Mutter oder auch mit Alexa irgendwie interagiert im Endeffekt. So, jetzt mal kurz den Theorieteil durch. Und jetzt ganz kurz zu den Intelligent Personal Assistants. Man kennt sie alle, ich muss dazu nicht unbedingt viel sagen. Das sind alles, das Prinzip ist immer ungefähr dasselbe. Es ist eine Box, die ein Mikrofon hat und eine Internetverbindung und darauf wartet quasi angesprochen zu werden. Also, hey Siri oder Alexa, mach dies. Ne, und dann nimmt das Gerät auf und speichert im Endeffekt diese Unterhaltung. Genau. Dazu kann man noch anmerken, dass die meisten Assistenten Assistentinnen sind, also per Default zumindest weibliche Stimmen bekommen haben. Genau, wenn die diese Aktivierungszeichen bekommen haben, dann speichern sie eben diese ganzen Unterhaltungen, die danach kommen, beziehungsweise Unterhaltungen, das sind immer nur Imperative, Aufforderungen, die kommen. Die kann man auch nachgucken, also man kann auch nachgucken, zumindest bei Alexa kann man nachschauen, was man mit denen gesprochen hat. Jetzt hat tatsächlich vor kurzem, ich glaube das war im Juni oder im Juli, der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags einen Bericht veröffentlicht, wo es eben hieß, dass diese Geräte ganz oft auch fälschlicherweise aufzeichnen. Und dementsprechend einfach auch Gespräche, also private, intime Gespräche, aufgenommen worden sind, gespeichert worden sind. Und der nächste Folgeskandal war quasi, dass diese Gespräche auch von Menschen ausgewertet wurden, transkribiert sind und einmal durch die ganze Welt gegangen sind, was dann in Belgien im Schlafzimmer geredet wurde im Endeffekt. Damit möchte ich jetzt schon mal so ein bisschen darauf einstimmen, dass ich eher eine kritische Perspektive diesen ganzen entgegenbringe. Genau, was auch immer gespeichert wird, wird dann mit Machine Learning, also Unsupervised Machine Learning, KI, aufbereitet, global aggregiert, sodass quasi die Assistenten wesentlich besser quasi helfen, im Alltag helfen können und sie sollen eben Probleme lösen und Aufgaben, die sie gestellt kriegen, irgendwie bewältigen, um uns den Alltag zu erleichtern. Das ist zumindest dann so der Amazon-Slogan, den man da hat. Wir können jetzt hier schon sehen, das war jetzt die Darstellung, wie man sie mehr oder weniger so auch in der Werbung bekommen würde. Aber es gibt immer so kleine Trajektorien, wo wir Kritik sehen können. Und wenn ich kritische Betrachtung denke, dann denke ich zumindest ganz oft erstmal Adorno. Und Adorno hat zu den Computern damals gesagt, also ich meine, der konnte IPAs noch nicht voraussehen, der Menschenwürde-Sinn des Computers wäre es, das Denken der Lebendigen so sehr zu entlasten, dass es Freiheit gewinnt.
Das ist eben der Freiheitsgewinn, das ist die Utopie, die wir gerade dargestellt haben. Das sind Assistenten, die uns einfache Tasks abnehmen und uns einfach unser Leben vereinfachen. Adorno, wenn er hier nicht im Folgesatz angedeutet hätte, dass das eventuell nicht immer der Fall ist. Und das ist genau ungefähr das, was ich jetzt nachzeichnen möchte. Aber hier mit Habermas. Habermas hat da, ich bediene mich hier der Theorie des kommunikativen Handelns, Auszügen davon natürlich nur. Und Habermas hat das Lebenswelt- und Systemweltkonzept geprägt, und das Lebensweltkonzept ist halt eben, ist natürlich ein normatives Konzept, gar keine Frage. Ist kein soziologisch klassisch weberianisches enthaltendes, nicht wertendes Konzept. Wo Habermas eben hingestellt hat, wir haben die Lebenswelt, das ist der selbstverständliche Erfahrungshorizont, in dem Menschen agieren. Da werden wir rein sozialisiert, das ist unser normales unsere Sozialisation, die natürlich von Land zu Land unterschiedlich ist. Und das sind alles kulturelle Normen. Und dort haben wir kommunikatives Handeln. Und das kommunikative Handeln ist im Endeffekt das Handeln, was wir nutzen, um verständnisorientiert zu arbeiten. Wir tauschen uns mit anderen aus, wir fragen nach deren Befindlichkeiten, wir tauschen Argumente aus und versuchen dann quasi auf unser Ergebnis zu kommen, wie wir uns halt eben basiert darauf, wie wir uns ausgehandelt haben. Das heißt, wir haben Handlungspläne, die vorbehaltlos auf der Grundlage eines kommunikativ erzielten Einverständnisses koordiniert werden. Genau. Das ist der Lebensweltbegriff von Habermas, und dem stellt er eben den Systemweltbegriff gegenüber. Der Systemweltbegriff ist da, wo eben zweckrationales Handeln immer herrscht und Standard ist. Wie das zum Beispiel halt bei Amazon oder in generellen Produktionsverhältnissen halt einfach ist. Das ist zweckrationales Handeln. Das bedeutet, es geht nicht um Aushandlungsprozesse, sondern es gibt immer klare Logiken, klare Hierarchien, die wir eben, also Geld ist eine Macht, Geld, Macht, das sind solche Mechanismen, die eben systemisches Handeln quasi charakterisieren, und das sieht Habermas eben als negativ an, da es natürlich, es gibt Bereiche, in denen das vollkommen verständlich ist, die Marktwirtschaft teilweise, aber Habermas spricht eben davon, dass die Lebenswelt kolonialisiert wird von der Systemwelt, und unsere generalisierten Handlungsorientierungen, also wie wir versuchen quasi unsere Entscheidungen zu treffen, werden immer mehr systemisch und immer mehr macht- und geldabhängig und immer weniger aushandlungsabhängig. Das war jetzt kurz der Habermas-Exkurs, mit dem ich zeigen wollte, dass eben diese Systemnormen unsere lebensweltlichen Normen durchaus verändern können. Genau. Kommen wir zur Bedrohung der Lebenswelt. Führen wir das Ganze jetzt zusammen. Ich habe zwei Punkte mitgebracht. Das ist einmal das Imperativproblem und einmal das Sozialisationsproblem. Dazu erzähle ich euch jetzt gleich noch was. Was man da wichtige Punkte, die man auf jeden Fall nennen muss, die ich jetzt irgendwie aussparen musste, ist einmal das Problem des Feminismus. Also nicht das Problem, dass der Feminismus ist, sondern dass die Geräte alle per Default weibliche Stimmen haben. Und ich glaube tatsächlich nur Siri kann man auch auf eine männliche Stimme umstellen. Dann gibt es natürlich Datenschutzaspekte, die ich eben schon angesprochen hatte, die man beachten müsste. Missbrauch, die sich gegenüber den Geräten zeigen. Missbrauchprobleme ist eine mögliche Kritikpunkt und die klassische Kapitalismuskritik. Aber wie gesagt, das werde ich jetzt mal eben aussparen. Wer Interesse hat, kann mich darauf gerne ansprechen. Kommen wir zum Imperativproblem. Das Imperativproblem ist für mich erstmal ganz simpel, dass der Imperativ, also der Befehlston, ist der normale Umgangston mit diesen Geräten. Das heißt, ich sage, Alexa, mach in der Küche das Licht an. Bevor, dass wir jetzt gerade hier keine Alexa drin haben. Und bin dementsprechend immer in einer hierarchischen Position, also in der oben liegenden Position. Das heißt, ich habe immer das Kommando in dem Sinne. Und da ist eben, der Fokus ist natürlich da auf diese Dienstleistung. Das ist ein Dienstleistungsobjekt. Und da gibt es dann quasi
die Problematik, dass die Geräte noch nicht so gut Sprache erkennen, als dass wir mit denen völlig normal reden können, schlägt sich eben in unserer Sprechweise dann wieder. Und dementsprechend haben wir dann nur explizites Sprechen, also explizite Kommandos, wo jeglicher Subtext, also Ironie, Emotionen und so weiter, fallen da raus. Ne, das ist nichts, was wir in der Konversation mit Alexa haben würden oder mit anderen. Ich verstehe nicht, was passiert. oder mit anderen Menschen, Geräten haben würden. Dennoch, das hält das viele Menschen nicht davon ab, und da gibt es tatsächlich relativ viele Studien zu, die Geräte zu anthropomorphisieren. Also das heißt, viele Menschen sind nicht der Meinung, dass es Menschen sind, aber sie behandeln die Geräte irgendwie wie ein Familienmitglied. Da gab es einen Zeitungsartikel, wo ein Kind die Mutter gefragt hat, ob Alexa mit in den Urlaub kommt. Das sind so Sachen, wir neigen dazu, die Geräte halt zu anthropomorphisieren. Und hier sehen wir ganz, ganz stark einfach diesen Zwang des Imperativs, der ein Kontrollversuch ist, um jetzt nochmal auf die White'sche Sache zurückzugreifen, ein Kontrollversuch ist, ein sehr starker Kontrollversuch, weil wir uns eben der Sprache anpassen müssen, der immer wieder vorkommt und dementsprechend immer weiter zur Stabilisierung führt. Also wir sind natürlich in dieser Unterhaltungsstruktur drin, wir sind immer im Imperativ. Das ist etwas, was ich irgendwann mit Zeit, und das ist wirklich, alles, was ich hier sage, ist wirklich langzeitig angelegt gedacht und jetzt nicht, dass es von heute auf morgen unsere Sprache verändern wird. Aber es ist eben genau diese binäre Struktur, die die Dienstleistung hat, also kann ich einen Dienst anbieten? Ja, nein. Verstehe ich die Aussage? Ja, nein. Das ist ja alles, was diese Geräte sich fragen und das ist alles, was wir im Endeffekt in der Interaktion mitkriegen, sodass wir uns eben auf lange Frist gesehen daran anpassen können. Das ist, was wir eben gerade im Vortrag davor gehört haben, digitale Sozialisation. Das sind einfach technische Aspekte, die sich in unsere Sozialisation niederschlagen können. Und wenn ich einen ganz kurzen Exkurs noch da wagen möchte, ist das eben etwas, was ich als, was nicht ich, sondern Hartmut Rosa als Entfremdung von der Welt bezeichnen würde, weil wir eben immer mehr weggehen von der Welt, sondern wir schieben noch etwas zwischen die Welt und uns. Das ist jetzt auch kein neuer Gedanke. Aber die Idee davon ist halt, dass wir durch diese Technisierung der Lebenswelt, also unserer Sprache durch die Lebenswelt, weiter wegrücken von der Welt, die Welt oberflächlich taub und stumm machen. Und was ich damit sagen will, werde ich jetzt ein bisschen ausführen. Wo es nämlich um die Sozialisation geht. Und hier spreche ich also zwischen, ich sage es mal, kleine Kinder, junge Kinder bis Jugendliche, angehende Erwachsene. Und jetzt haben wir hier auch das volle Diagramm, komme ich gleich darauf zu sprechen. Diese Entfremdung von der Welt ist eben genau das, was ich mit Lernen und Wissensaneignung hier oben meine. Was passiert, wenn ein kleines Kind seine Eltern fragt, Mama, wo kommen Babys her? Dann wird die Mutter hingehen und altersgerecht erklären, natürlich, also Fakten geben, was passiert, wie geht das, einerseits. Andererseits wird die Mutter höchstwahrscheinlich mit Gegenfragen zum Beispiel, mit Gegenfragen irgendwie kommen und quasi das Kind da heranführen an die Lösung. Also das heißt, sie wird verständnisorientiertes Handeln, ne, das lebensweltliche Handeln, wird sie irgendwie fördern, dadurch, dass sie dem Kind logisches Denken irgendwie vermittelt und quasi Schlüsse ziehen. Das ist dann das alles altersgerecht, sodass es sich dieses Wissen auch eventuell auch auf andere Themen dann wieder umwälzen kann. Das heißt, wenn es einmal verstanden hat, wie man sich etwas aneignet, kann es das auch mit außerhalb von Kinderkriegen machen. Auf der anderen Seite, was ist, wenn das Kind Alexa fragt, Alexa, wo kommen Babys her? Ne? Wir können das ja mal machen, wer so ein Gerät zu Hause haben sollte, die Antworten können durchaus grafisch sein, also sehr nicht für Dreijährige geeignet, sagen wir mal so. Das ist ein Punkt, den wir haben. Auf der anderen Seite haben wir dieses Machtgefälle in der Interaktion, das heißt, was ich eben schon gesagt habe mit dem Imperativ, wir sind immer der Chef. Die Kinder sind unter anderem in den Umständen immer der Chef oder die Chefin der Interaktion. Das heißt, die Geräte
können natürlich nicht irgendwie weggehen oder Nein sagen. Oder ja, doch, oder Nein sagen, irgendwie schnippisch reagieren. Das machen die Geräte in dem Sinne nicht, weil sie natürlich auch Dienstleistungsgeräte sind. Und genau diese Position, diese Machtposition, kann sich halt durchaus über Zeit einfach einprägen. Und in der Sozialisation eben eine große Rolle spielen. Das ist eben genau dieses Kontrollprojekt-Ding. Was das angeht, Widerrede geben, gehen sehr schwache Kontrollversuche von den Geräten aus. Und dementsprechend kann, wenn das Kind dann quasi rauskommt aus der Interaktion mit Alexa, es erwarten, dass andere Leute auch wieder keine Widerrede geben. Natürlich wird sich das irgendwie aufklären, logisch. Aber auf lange Sicht gesehen, das ist nämlich genau der Punkt, den ich hier noch machen möchte, kumulative Netzwerkeffekte. So. Ich habe hier noch jetzt mal einfach, wie gesagt, das ist eine exemplarische Darstellung, ich habe jetzt noch allen Freunden auch eine Alexa gegeben. Und was wir jetzt hier sehen, ist einfach, dass die Netzwerkverbindungen, natürlich geht es nicht nur um Quantität, sondern auch um Qualität, die Netzwerkverbindungen, die von Amazon dann ausgehen, in das ganze Netzwerk sehr stark reingehen und einfach Einflussfaktoren eben von Plattformlogiken, wie wir es gerade eben schon gehört haben, Plattformlogiken, die von Amazon ausgehen, über die Alexen distribuiert werden und quasi immer weiter zur Sozialisation beitragen. Und das ist genau dieser kumulative Netzwerkeffekt. Das kommt natürlich, wenn Freund 3 auch super viel Kontakt mit seiner Alexa hat und sich diese Muster aneignet, dann kann sich das unter anderem auf mich wieder einwirken, also auf das Hauptkind wieder auswirken. Genau. Kommen wir abschließend zum Resümee. Fassen wir mal kurz zusammen. Erstens, hybride Netzwerke nutzen, um Kontrollprojekte von Technologien sichtbar zu machen. Ich finde es sehr schön zum Anschaubar machen. So. Und dass man kann eben gerade diese kumulativen Netzwerkeffekte sehen. Die Kommunikationsform mit den IPAs kann sich durch viel Kommunikation und auch gerade durch qualitativ starke Kommunikation, wenn zum Beispiel dass die Kinder viel alleine zu Hause sind und viel einfach mit Alexa reden, das machen Kinder tatsächlich, auch wenn die Geräte dazu nicht unbedingt ausgelegt sind, kann sich quasi die Identitätsbildung und die Sozialisation einfach an die Logiken der Geräte anpassen. Dementsprechend können halt in the long run Technologien durchaus Normen, also solche Technologien durchaus Normen verändern, wie wir lebensweltlich handeln. Und das sei bemerkt, bei der intendierten Verwendung der Geräte. Das ist genau das, was quasi die Firmen wollen. Das ist das, was Amazon will. Und im Endeffekt verändert das unsere Sprache und es entfremdet uns ein wenig von der Welt. Ein wenig, wie gesagt, es kann uns entfremden. Ich sage nicht, dass das immer passieren muss. Das möchte ich wirklich gar nicht sagen. Aber diese Netzwerkeffekte können eben auch dazu führen. Und dadurch wird quasi unsere Lebenswelt fortschreitend kolonialisiert. Kommen wir zur letzten Folie. Grenzenlos leben, interdisziplinär denken. Ich glaube, das ist ein Thema, das uns noch die nächsten Jahre verfolgen wird, begleiten wird, sagen wir eher so. Und wo ich die Soziologie wirklich stark sehe, ist eine deskriptive Analyse zu machen. Und da finde ich, wie gesagt, diese Netzwerktools, weil die sich auch skalieren lassen in andere Bereiche, sehr, sehr gut, um quasi deskriptiv etwas aufzuzeigen. Dann die kritische Sozialforschung, um schon mal mögliche Kritikpunkte vorzugeben und im Endeffekt zu informieren, Recht und Ethik zu informieren. Das ist im Endeffekt das Zusammenspiel, das ich sehe, um in dem Sinne den Tech-Giganten irgendwie Grenzen zu setzen. Dankeschön.